Habe ich mich nun für Konzeptbot entschieden und mich registriert, kann ich mich einloggen und direkt loslegen in meinem Backend. Das Backend ist der Verwaltungsbereich von meinem Konzeptbot. Das heißt, ich sehe hier die einzelnen Boards, die ich habe, die Statistiken und aber auch ein Aktivitätenprotokoll, wie in meinem Board gearbeitet wurde. Um ein neues Board anzulegen, klicke ich einfach hier oben auf die Schaltfläche Neues Board und kann direkt loslegen, Inhalte einzufügen. Diese Funktion Inhalte einfügen kann ich mir über dieses Pluszeichen hier oben ein- oder ausblenden und habe jetzt hier die Wahl, entweder direkt Dateien von meiner Festplatte hochzuladen, sprich Fotodateien oder auch Dokumente, Word-Dokumente, PDF-Dokumente, die dann auch entsprechend im Board angezeigt werden. Oder ich kann zwischen Baustein und Templates wählen. Das sind vorgefertigte grafische Elemente, wo sich die Macherinnen und Macher gedacht haben, die ergeben in einem bestimmten Kontext Sinn. Die Templates sind die Vorlagen und eine Vorlage besteht aus mehreren Bausteinen. Das heißt, ich kann dann auswählen, was ich dann im Prinzip einfügen möchte. Ich suche mir eine entsprechende Vorlage aus, die meinen Bedarfen auch irgendwie entspricht. Wenn ich was gefunden habe, dann ziehe ich es einfach mit der Maus in meinen Arbeitsbereich und kann dann auch schon direkt anfangen zu bearbeiten. Für die Navigation und das Bewegen im Board sind hier oben die Hand und auch das Pfeilsymbol ausschlaggebend. Wähle ich die Hand, dann kann ich mich wirklich in dem Board bewegen und das Board rüberziehen. Das heißt, ich halte die Maustaste gedrückt und bewege mich hier mit drin, ohne dass ich auch grafische Elemente verändere. Wenn ich jetzt am Mausrad drehe, dann kann ich auch reinzoomen oder auch rauszoomen, um mir meine Ansicht entsprechend anzupassen. Wenn ich jetzt kein Mausrad habe, geht das hervorragend über die Plus- und Minustaste der Tastatur, über Pinch- und Zoom-Gesten bei Tablets oder eben auch hier unten in dem Bereich, wo ich direkt die Skalierung auch einstellen kann. Wähle ich jetzt oben das Pfeilsymbol aus, dann habe ich das Auswahlwerkzeug. Das heißt, ich kann dann mir ein Symbol oder ein Element auswählen, kann es dann auch verschieben, in der Größe verändern und so weiter. Wobei bei Konzeptboard ist auch nachher wichtig, wenn wir in einem Team, in einer Gruppe arbeiten, ich kann nur die Elemente verändern, die ich auch selber erstellt habe und nicht die der anderen. Wenn ich als Gast teilnehme mit Gastrechten, wenn ich der Lizenzinhaber, also der Administrator bin, kann ich alle Elemente verändern. Dazu aber in einem anderen Video nochmal mehr. Hier oben in der Werkzeugleiste haben wir noch verschiedene Möglichkeiten, Inhalte einzufügen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Stiftfunktion. Wenn wir über ein Tablet mit einem Stift verfügen oder ein sogenanntes Convertible, also ein Computer mit Touchscreen, wo wir mit einem Stift schreiben können, dann funktioniert das hier auch hervorragend. Ansonsten haben wir auch die Möglichkeit, dann einfach mit der Maus zu zeichnen oder zu schreiben, sofern wir dafür auch talentiert sind, was in meinem Fall anscheinend nicht der Fall ist. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einen Textmarker zu verwenden oder auch Linien und Pfeile einzubinden, um verschiedene Verbindungen zwischen zwei Elementen auch herzustellen, um das auch zu visualisieren. Genauso gut können wir auch grafische Vorlagen mit einbauen, das heißt Quadrate, Rechtecke, Kreise, Hintergrundkreise etc. Da klicke ich dann einfach drauf und gehe in den Bereich, wo ich den Kreis anbringen möchte. Jedes Mal, wenn ich ein Element erstelle, erscheint hier oben drüber ein kleines Kontextmenü. Und in diesem Kontextmenü, dann kann ich auch jetzt bei grafischen Objekten dann auch die Farbe festlegen und verändern. Bei Text kann ich natürlich die Textart, die Schriftart, Schriftgröße verändern. Und was auch ganz wichtig ist, das ist diese Pinnnadel. Damit kann ich buchstäblich dieses Element an das Board anpinnen. Das heißt, es ist dann auch im Auswahlbereich nicht mehr möglich, dieses Element auszuwählen, zu verschieben. So kann ich verhindern, dass bei komplexeren Anordnungen irgendwie ein Durcheinander entsteht und andere Leute meine Inhalte zum Beispiel aus Versehen verschieben. Nebendran habe ich noch das Textsymbol. Das heißt, genauso wie ich grafische Elemente einfüge, kann ich dann auch einfach Text einfügen, den ich auch entsprechend in der Größe und auch in der Schriftart verändern kann und genauso gut auch anpinnen kann.
Genauso gut kann ich aber auch verschiedene Elemente gleichzeitig markieren und diese auch gemeinsam anpinnen oder über das Kontextmenü auch gruppieren. Das kennen wir zum Beispiel auch von Bildbearbeitungsprogrammen, dass wir eben die Möglichkeiten haben, hier gruppieren, verschiedene Ebenen, verschiedene Elemente zusammenzufügen, dass diese eben nicht mehr als mehrere Elemente dort auftauchen, sondern als ein Element, das ich jetzt nur noch anklicken kann. Genauso gut kann ich hier diese Gruppierung auch wieder auflösen und aufheben. Diese Post-its, diese Zettel, diese sogenannten Sticky Notes, die kann ich auch sehr einfach einfügen und zwar über diesen Button hier oben mit den Sticky Notes. Ich klicke einfach drauf, wähle mir entsprechend eine Farbe aus, die ich mir selber bestimmen kann, gehe dann in mein Board, wo es hin soll, klicke hin und schreibe einfach die Sticky Note hin und auch den Text, den ich möchte. Auch hier kann ich den Text natürlich verändern, die Größe auch des Post-its verändern und so weiter. Neben den Post-its haben wir die Kommentarfunktion. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einzelne Elemente auch zu kommentieren und somit auch in einem Team einen Austausch zu etablieren und auch anzuregen. Ich klicke also auf das Kommentarfeld und mit diesem kleinen Cursor, den ich hier habe, auf das Symbol oder den Ort, den ich kommentieren möchte. Schon öffnet sich hier jetzt ein kleines Textfeld. Ich bin ein Kommentar, das speichere ich jetzt ab. Und wenn ich das Kommentarfeld zur Seite bewege, dann seht ihr, dass durch diese Bezugspfeile immer klar ist, worauf sich dieser Kommentar auch bezieht. Das heißt, andere Personen, die ich später noch einlade, die können dann auf meinen Kommentar reagieren, können dann hier in das Textfeld einfach reinschreiben und ich kann eine kleine Mikrodiskussion über einzelne grafische Elemente in dem Board schon mal in Gang setzen. Darüber hinaus haben wir aber noch andere Möglichkeiten, Inhalte einzufügen. Ja, ich hatte vorhin auch gesprochen, Dateien hochladen. Das heißt, wir können uns von unserer Festplatte zum Beispiel auch Word-Dokumente herunterladen oder auswählen, die wir dann einfügen. Die werden jetzt gerade bearbeitet und dann hier auch in einer Ansicht, ich schiebe das mal hier rüber, auch angezeigt, dass man im Prinzip auch in der Lage ist, in einem Board Dokumente einzufügen, die man dann eben besprechen kann. Diese könnte man jetzt eben auch mit dem Stift und mit dem Textmarker entsprechend markieren, bearbeiten, kommentieren und auch besprechen. Genauso gut ist es auch möglich, YouTube-Videos zum Beispiel auch mit einzubinden. Ich suche mal hier gerade nochmal ein bisschen mehr Platz an der Seite. Wähle jetzt einfach mal einen YouTube-Kanal aus, rein zufällig den von unserem Fachbereich. Wähle jetzt ein Video aus, was ich einfügen möchte. Jetzt kopiere ich mir jetzt hier einfach die URL-Adresse, gehe zurück in das Board und sage jetzt hier einfach Video bitte einfügen. In diese Maske gebe ich dann die URL-Adresse ein, sage einbetten und schon erscheint mir ein eingebettetes YouTube-Video mit der gleichen Technologie, wie YouTube-Videos auch in Webseiten eingebettet werden können. Dieses Video kann ich jetzt natürlich auch, ich sag mal, verschieben. Ich kann es in der Größe ändern, aber das Schöne ist auch, ich kann es jetzt auch direkt abspielen. Vielleicht der ein oder andere von Ihnen gerade verunsichert, weil mal wieder ein Presseartikel. Das bedeutet, diese Konzeptboards sind von den Inhalten her wesentlich agiler, dynamischer als, ich sag mal, statische Metaplankartenwände oder Flipcharts, weil ich einfach auch interaktive Inhalte auch mit einbetten kann, mit einfügen kann, diese auch kommentieren kann und so weiter. Im nächsten Video, da zeige ich dann, wie man ein Board freigibt. Ich möchte ja nicht nur alleine in dem Board arbeiten, sondern ich möchte ja auch mit anderen Personen drin arbeiten. Das heißt, ich zeige, wie gebe ich ein Board frei, welche Rollen, welche Zugriffsrechte gibt es einzustellen und welche Moderationsfunktionen stehen zur Verfügung. Bis dahin, alles Gute und bis bald.